Flux FM in digitaler Gesellschaft. Freies WLAN, wo man geht und steht, was in anderen Ländern längst selbstverständlich ist, ist in Deutschland leider immer noch die Ausnahme. Bereits im Juli vergangenen Jahres ist ein Gesetz in Kraft getreten, das auch hierzulande offene Netze ermöglichen sollte. Der erhoffte Schub für eine flächendeckende Verbreitung freier WLAN-Zugänge ist allerdings bisher ausgeblieben. Deswegen will die Bundesregierung jetzt nachbessern. Ende vergangener Woche hat das Wirtschaftsministerium einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt und eine Anhörung dazu eingeleitet. Warum diese Nachbesserung aber überhaupt nötig war und ob dieser neue Entwurf jetzt endlich auch in Deutschland offene Netze bescheren wird, das wollen wir besprechen mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Herzlich willkommen und hallo, lieber hallo. Volker. Du Volker, dann überhaupt erstmal grundsätzliche Frage, warum gibt es denn in Deutschland immer noch wenig offene WLAN-Zugänge? Was ist hier das Problem? Ja, das Problem ist die sogenannte WLAN-Störerhaftung. WLAN-Störerhaftung ist ein Haftungstatbestand, der im Grunde besagt, wenn ich einen WLAN-Zugang anbiete, einen offenen, und jemand anders über diesen Zugang eine Rechtsverletzung begeht, dann kann ich als Anbieter des WLAN-Zugangs dafür haftbar gemacht werden. Und genau weil diese Gefahr besteht, diese Haftungsgefahr besteht und damit verbunden auch die Gefahr besteht, dass man kostenpflichtig abgemahnt wird als WLAN-Betreiber, sind die meisten Leute lieber vorsichtig, verschlüsseln ihren WLAN-Zugang, versehen ihn mit einem Passwort, sodass wir eben nicht flächendeckend offene Netze haben. Vielleicht dann nochmal eine Nachfrage, warum ist es denn überhaupt so gefährlich? Warum wäre das so schlimm, wenn ich ein offenes WLAN zur Verfügung stelle? Naja, also gefährlich wäre das aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht, nicht. Also, aber es könnten eben Leute sozusagen dann anonym ins Netz gehen und dann zum Beispiel eine Urheberrechtsverletzung begehen und sie sind dann halt nicht greifbar. Und stattdessen wird dann eben der WLAN-Betreiber haftbar gemacht. Okay, gut. So, mit diesem Gesetz aus dem vergangenen Jahr sollte die Störerhaftung, von der du jetzt gerade schon gesprochen hast, also abgeschafft werden. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Warum nicht? Naja, also bei dieser Störerhaftung geht es vor allem um sogenannte Unterlassungsansprüche. Und leider hat man mit dem Gesetz, was man im letzten Jahr gemacht hat, eben diese Unterlassungsansprüche gegen WLAN-Anbieter nicht ausgeschlossen, sondern das nur sozusagen als frommen Wunsch in die Gesetzesbegründung reingeschrieben und gehofft, dass wenn Gerichte dieses Gesetz dann anwenden, dass sie sich an das halten, was da in der Gesetzesbegründung steht. Das Dumme ist nur, dass bei Gesetzen eben die Begründung keineswegs bindend ist für Gerichte, sondern bindend ist nur der eigentliche Gesetzestext. Und da stand das mit den Unterlassungsansprüchen eben nicht drin. Okay, und das soll jetzt bei diesem neuen Entwurf nachgebessert werden? Genau, das soll jetzt anders werden. Mhm. Es gab nämlich in der Zwischenzeit auch nochmal so ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Ne? Der hat nämlich dann mal so ein bisschen das Recht ausgelegt und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, ja, also das ist schon noch möglich, so WLAN-Betreiber in Anspruch zu nehmen und zum Beispiel von ihnen dann zu verlangen, dass man ihren Zugang, dass sie ihren Zugang mit Passworten sichern und nur an nur registrierten Nutzern dann den Zugang gewähren. Und genau das soll jetzt verbessert werden mit dem neuen Gesetz. Allerdings muss man sagen, steht da leider nicht alles zum Besten. Das heißt also, was fehlt jetzt? Ja, was fehlt? Also das Gesetz ist einfach in der Art und Weise, wie es abgefasst ist, sagen wir mal, ein bisschen unklar. So wie das der eigentliche Text dieses Referentenentwurfs jetzt aussieht, wäre es durchaus noch möglich, dass Gerichte weiterhin sagen zu einem WLAN-Betreiber, du musst dein Netz dicht machen, du musst das mit einem Passwort versehen und du darfst nur registrierten Nutzern Zugang gewähren. Man kann an dem Gesetz sehen, dass man eigentlich gerne genau das ausschließen wollte, aber wenn man genau hinguckt auf den Text, ist es eben anders. Was gut ist an dem neuen Gesetz, ist, dass Abmahnungen kostenfrei gestellt werden. Das heißt, wenn jetzt ein Urheberrechtsinhaber zum Beispiel hingeht und so einen WLAN-Betreiber abmahnt, wegen irgendwas Bösem, was eine Nutzerin, ein Nutzer über dieses Netz gemacht hat, dann können die nicht mehr Ersatz der Abmahnkosten verlangen. Also das ist schon mal ganz gut. Das nimmt so ein bisschen Teil von diesem Drohszenario weg. Was aber immer noch passieren kann, ist, dass der WLAN-Anbieter dann vor Gericht gezerrt wird und ein Gericht ihm dann vielleicht eben irgendwelche Einschränkungen dieses Zugangs anordnet. Mhm. Ja. Wie ist das denn aber in anderen Ländern geregelt? Also du bist ja selber auch Anwalt, du wirst das sicherlich wissen. Wie ist es denn da? Zum Beispiel, weiß ich nicht, wo hat man jetzt offene WLAN-Netze ohne Probleme? Zum Beispiel? Ja, eigentlich fast überall sonst auf der Welt. Also es gibt beispielsweise in Südkorea sind WLAN-Netze extrem verbreitet, offene WLAN-Netze in UK, auch in den USA. Ja? Also eigentlich dem Mutterland der Content-Industrie, wo man eigentlich denken müsste, die müssten so besonders scharf auf den Schutz von Urheberrechten sein. Ja. Da sind offene Netze eigentlich also sehr weit verbreitet und eigentlich überall die Regel. Und das ist eigentlich in den allermeisten Ländern so. Nur eben in Deutschland hat man diese sehr deutsche Spezialität der Störerhaftung, diese
Haftungsfigur gibt es auch in anderen Ländern nicht. Und dementsprechend hat man hier eben genau das Problem mit der Verbreitung offener WLAN-Zugänge. So gut, du plädierst jetzt also dafür, dass hier doch wirklich nochmal nachgebessert wird, weil auch mit diesem neuen Entwurf noch nicht alle Dinge geklärt wären. Ja, genau. Also und das Schöne ist ja, wir stehen ganz am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens. Das ist ein sogenannter Referentenentwurf. Das heißt, der ist noch nicht mal zwischen den verschiedenen Ministerien abgestimmt. Das ist einer, der kommt aus dem Wirtschaftsministerium. Das heißt, es gibt auch noch keinen Kabinettsbeschluss und der ist auch noch lange nicht im Bundestag. Mhm. Also das heißt, auf dem Weg kann auch noch eine ganze Menge passieren. Und das sollte auch, denn eine Sache, was ich noch nicht erwähnt habe, was auch in dem Entwurf drin steht, ist, da steht im Grunde eine Grundlage, eine gesetzliche Grundlage drin für Netzsperren. Also für, dass ein Gericht zum Beispiel anordnen kann gegenüber einem WLAN-Anbieter, du sperrst jetzt bestimmte Ports, damit zum Beispiel File-Sharing-Anwendungen nicht mehr gemacht werden können. Oder du sperrst bestimmte Webseiten, also zum Beispiel One-Click-Hoster, wo Leute dann typischerweise irgendwas runterladen. Mhm. Das würde aber immer erst gehen, nachdem schon tatsächlich irgendwas passiert ist. Und da muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Urheberrechtsverletzungen oder andere Rechtsverletzungen über solche Zugänge begangen werden, ist doch eher gering. Es hat nämlich schon mal so Modellversuche gegeben, zum Beispiel von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die hier in Berlin und Brandenburg über 100 offene Hotspots betrieben haben. Und die haben das Ganze über 1,5 Jahre gemacht und da gab es nicht einen einzigen Fall von Urheberrechtsverletzungen. Mhm. Gut, aber jetzt realistisch gesehen, wenn du sagst, okay, wir stehen noch ganz am Anfang, da gibt es noch Nachbesserungen, wird wahrscheinlich auch nicht in dieser Legislaturperiode sein. Ab wann könnten wir uns denn realistisch gesehen in Deutschland auf diese offenen WLAN-Netze oder Zugänge freuen? Ja, es geht rasant auf die Bundestagswahl zu. Mhm. Deswegen in der Tat, also dass sich jetzt CDU und SPD dann noch auf eine gemeinsame Linie einigen, halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Die gönnen sich momentan, glaube ich, so die gegenseitig die Butter auf dem Brot nicht. Signale aus dem Ministerium selber gehen so dahin, man möchte bis Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres das Ding durchhaben. Und ich glaube schon, dass der Wille tatsächlich da ist, wirklich für offene Netze zu sorgen, weil das fast schon ein bisschen peinlich ist, ja, dass es in Deutschland einfach als wirklich hochentwickelte Industrienation nicht so ist wie in vielen anderen Ländern. Tja, Volker, dein Wort in des Kabinetts Gehörgang. Wollen wir mal hoffen, dass dann eventuell Anfang nächsten Jahres oder wie auch immer uns dann doch dieser Segen beschert wird. Volker Tripp war das vom Verein Digitale Gesellschaft. Alles dazu könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen bei euch auf der Seite, beziehungsweise gibt es auch zahlreiche Zeitungsartikel nochmal. Eure Seite war digitalegesellschaft.de. .de, genau. .de, da haben wir es doch. Danke, Volker. Bis demnächst. Ja, ciao. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.